Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Attraktion. In diesem Fall spielen wir hier Luigi's Geistervilla oder Ghost Mansion. Die Titel wurden ja alle eingedeutscht und auch hier kriegen wir jetzt ja plus 2, also Faktor mal 2, wenn wir die Attraktion hier spielen. Und bei mir ist wieder der Michael, der in dem Fall wieder ein Mii übernimmt und mit Gamepad wird ein Geist gesteuert. Dann wählen wir hier die zwei Spieler aus. Ich nehme wieder meinen Mii und Michael wieder Gast-Mii. Und ja, wir können jetzt hier die Arena auswählen. In dem Fall, ja, nehmen wir einfach mal gleich als erste. Voraussichtlich werden wir mal 2-3 Runden spielen. Mal gucken. Da es doch die spaßigste Attraktion ist, der Wettkampf-Attraktionen. Und jetzt geht's auch hier schon los. Ich übernehme, wie gesagt, den Geist auf dem Gamepad. Und muss versuchen, Luigi-Mi links oben zu sehen, zu erwischen. Er kann mich jetzt nicht mehr sehen, jetzt werde ich ausgeblendet. Und ich kann aber trotzdem mit A mich kurz sichtbar machen, dann kann ich ein bisschen schneller laufen. Und er versucht natürlich mit der Taschenlampe mich jetzt hier zu erwischen. In dem Moment sieht er mich jetzt auch, wo so ein Blitz hier in der Bude ist. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Und jetzt sieht er mich wieder. Ja, jetzt hat er mich erwischt. Also ich habe eine Energie und die Energie, wenn dann abgelaufen ist, dann hat der Michael in dem Fall gewonnen. So, jetzt müssen wir hier schauen, dass wir ein bisschen schneller hier hinkommen. So, das ist ein bisschen schwer jetzt zu erwischen. So, jetzt habe ich nochmal erwischt. Jetzt müsste auch wieder vom Punkt links oben starten. Genau. Jetzt muss ich noch zweimal erwischen. Habe aber noch genug Energie, 85. Also von dem her passt es noch. Und diese Roboter, die unterstützen ihn auch nur, weil es jetzt hier. Hier sind wir jetzt im Zweispielermodus. Jetzt habe ich mich einmal kurz erwischt. Ich muss wieder schauen, dass ich wegkomme. Ja, diese, da musst du jetzt durch. Kann jetzt kaufen. So. Ja, toll. Blitz. Weiß er natürlich, wo ich dann bin. Ach komm. Das war aber knapp. So, dann weg. Jetzt für Energie. Zu viel habe ich jetzt auch nicht mehr. So wie es jetzt ausschaut. Ja, die Roboter, die nerven einfach. Da bringt es auch nicht mehr allzu viel mit einer Energie. Mit einem Energiepunkt noch. Das Luigi-Mi kann jetzt in dem Fall hier. Ja gut, kann jetzt in dem Fall hier die Batterien sammeln, um die Taschenlampe wieder aufzuladen, wenn sie leer ist. Und wenn man zumindest zu dritt spielt, dann kommen diese Hilfsroboter, die verschwinden dann. Gut, eine Runde machen wir nur, würde ich sagen. Dann bleiben wir bei 2 Runden. Probieren wir einfach nur mal auf einer anderen Stage. So. Einfach weiter und anderes Level. Und jetzt sind wir hier auf einer etwas kleineren Stage mit so, ja, was ist das in der Mitte? So Fließbänder. So. Geht's jetzt weiter? Also ich muss hier drücken. Und auf in die nächste Runde. So. Leider nicht.
zu unsicherer. Das Gute ist, mir macht das Fließband überhaupt nichts, aber dem Mii schon. Das ist eine zusätzliche Beeinträchtigung noch. Aber macht ja nichts. So, jetzt habe ich ihn erwischt. Einmal von vorne. Immer kann er ja auch nicht die Taschenlampe anhaben. So, zweimal muss ich noch erwischen. Mal erwischt. Das ist ein schöner Schockmoment fürs Mii. Ja, will ich jetzt nicht schnell genug wegkommen. So. Scheiß Roboter. So, hier ist jetzt eine Batterie, glaube ich, erschienen. Genau, da unten. Na, geh halt weg. Ja, das war's jetzt in dem Fall wieder. Schade, einer hätte ihn nur erwischen müssen. Aber gut, gibt's noch genügend Gelegenheiten, dann mit Streiter zu fangen. Gut. Soviel also zur nächsten Mehrspieler-Attraktion, und in der dritten Animal Crossing geht's dann weiter. Bis dann, ciao!